Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, heute seht ihr mich einmal zum einen aus meinem Flur. Die Lichtverhältnisse sind nicht sonderlich gut, aber hier ist noch relativ viel Tageslicht und ich hatte heute einfach Lust auf ein spontanes Video. Dazu kommt, dass ich mit meinem Handy filme heute und nicht wie sonst mit meiner 4K-Kamera. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn vielleicht irgendwas an der Qualität ein bisschen anders ist als sonst. Ich dachte, wir machen einfach mal so einen kleinen Haul. Ein Haul von allen wunderbaren Schätzchen, die ich mir die letzten Tage und Wochen gekauft habe. Ich habe wirklich versucht, alles in meinen Korb hier zu schmeißen und mir wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, was ich so gekauft habe, damit ich euch auch alles zeigen kann. Wenn ihr Lust habt zu sehen, was ich so geshoppt habe in Sachen Beauty, in Sachen Raumduft, dann bleibt es dran. Viel Spaß! Ich habe übrigens auch noch einen Lifestyle-Teil dabei. War das ein Reim? Ich fange damit gleich mal an. Ich habe mir ein Amazon Fire Tablet geholt. Wir haben ein Apple Tablet hier im Haus, aber ganz oft ist es einfach so, dass mein Freund und ich beide parallel irgendwie auf der Couch bzw. auf Couch und Bett liegen und ja, der eine guckt dann irgendwie auf dem Handy, was blöd ist. Und als wir jetzt den Black Friday Sale hatten, gab es das Teilchen für um die 50 Euro. Ich habe die Version genommen mit Werbung. Mich stört es tatsächlich auch nicht, weil die ist einfach wirklich nur da. Wenn ihr das aufmacht, dann habt ihr hier halt irgendwie ein Werbebild und dann schiebt ihr das hoch und dann habt ihr hier auch euren normalen Bildschirm. Die Qualität ist für, wie gesagt, kostet um die 53, 55 Euro wirklich mega gut. Also wenn ihr ein kleines Tablet für wenig Geld sucht, für euch, für eure Kinder, für Oma, Opa, Onkel, Tante, Hacke, Spitze, hoch das Bein. Guckt euch das an. Die sind generell auch nicht so teuer, bin ich der Meinung. Ich glaube, normalerweise lag das um die 90 Euro, was ja auch absolut nicht vergleichbar ist mit anderen größeren Marken, was den Preis angeht. Und wenn ihr wirklich nur YouTube guckt, Netflix, Amazon Prime oder, mega. Und ich habe mich jetzt für die kleinere, ich glaube, das waren 8,1 Zoll oder so, mega. Finde ich super. Also kann ich euch absolut anraten. Ich greife hier einfach mal meine Kiste. Ich habe mir ein neues Parfüm gekauft. Und zwar ist das ein Parfüm, was ich benutzt habe, als ich Herrn Wilomar kennenlernte. Und ich habe das letztens irgendwo im Sale gesehen. Es ist Eternity Moment von Calvin Klein. Das ist ein sehr rosenlastiger Duft. Wenn ihr keine Rose mögt, bezweifle ich, dass ihr dieses Parfüm mögt. Wenn ihr Rose mögt und ihr mögt sanft, saubere, nicht allzu aufdringliche Düfte, ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung. Gibt es ganz oft bei Limango im Angebot. Auch da habe ich es geshoppt. Mega günstig. Und ja, ich glaube, ich habe für die 100 ml, das ist übrigens meine Waschmaschine, die da bimmelt, ich glaube, ich habe für die 100 ml 22 Euro bezahlt oder so, was mega ist. Und ja, ich liebe den Duft. Es ist ein ganz, ganz toller Frühjahrs- und Sommerduft. Schabitze, Leute. Dann habe ich mir mal wieder Lashes gekauft. Und zwar gibt es von Kiss für mich neue Lashes. Und zwar ist es die Naked Drama Collection. Und ich habe mich für die Variante Veil entschieden. Oh Gott, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind so richtig schöne, ja, so ganz gefederte Lashes. Sie haben ein sehr dolles Bändchen. Also wenn ihr so eher die Variante Ritzy mögt, die ja ein ganz dünnes, schmales Wimpernbändchen haben. Diese hier ist eher mit einem starken Wimpernbändchen versehen, aber dafür hat sie auch so 3D-Lashes, also ist quasi so in zwei, drei Schichten mit Wimpern beklebt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ich habe die auch schon einmal getragen und fand sie sehr, sehr schön. Ich muss aber auch sagen, ich habe so lange keine Lashes mehr getragen, dass das total ungewohnt war. Also, ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen. Dann habe ich im Salé, ihr seht auch gleich für welchen Preis, nämlich 5,83 Euro, dieses Setting Spray gesehen. Und ich hatte das mal bei meiner lieben Justina auf dem Instagram-Account gesehen. Sie hatte sich das nämlich auch gekauft. Das ist von Essence aus dieser Disney Princess Limited Edition, das Snow White Spray. Und zwar ist das ein Liquid Powder Spray. Also es ist quasi eher mattierend, dadurch, dass ihr, vielleicht seht ihr das auch hier unten, das ist so weißlich. Also ihr sprüht da kein Glow auf euer Gesicht, was ja so voll im Trend war die letzten 3 Jahre, sondern es ist eher ein mattierendes Spray. Aber was ich sehr angenehm finde, ist, dass es nicht wirklich mattierend ist.
Es hat ein sehr schön natürliches Finish. Ich finde die Größe mega. Ich finde das Essence definitiv mit diesen 100 ml. Ich glaube, es ist 100 ml. Genau, die 100 ml sollte Essence definitiv in Standard nehmen. Also die haben ja normalerweise immer diese kleinen. Und ich finde diese Größe einfach viel, viel schöner. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Schreibt mir das super gerne mal unten in die Kommentare. Und ich finde das wirklich schön. Das macht ein schönes, natürliches Finish. Überhaupt nicht abgepudert in irgendeiner Art und Weise doll, sondern einfach nur so leicht, ganz leicht macht es was. Es ersetzt euch aber nicht euer Puder. Also wenn ihr eine ölige T-Zone habt oder ihr Probleme damit habt, dass Foundation bei euch rutscht oder Concealer, immer setten mit Puder bitte und nicht darauf verlassen, dass das das Ganze übernimmt. Aber so einen ganz, ganz leichten Pudereffekt hat es. Dann habe ich nachgekauft meine Infallible Fresh Wear 24 Stunden. Ich habe mir diesmal mal eine andere Farbe geholt und zwar die 130 True Beige. Ich hatte vorher die Farbe Vanilla Sable oder so. Oh Gott, ich weiß es nicht. Aber ich bin einfach immer die True Beige, Natural Beige Fraktion. Ich habe einen komplett neutralen Hautton im Grunde. Und ja, die Farbe passt wirklich sehr gut und ich liebe diese Foundation. Ich habe die auch bei meiner Freundin für ihren Hochzeitstag benutzt. Und ja, das ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Also das ist eine von meinen beiden Drogerie-Empfehlungen. Entweder diese Infallible Fresh Wear oder die Maybelline Luminous & Smooth. Also die beiden sind wirklich, finde ich, die besten Foundations aus der deutschen Drogerie, preis-leistungsmäßig. Dann machen wir mal weiter mit einer Duftkerze. Und zwar habe ich mir von Goose Creek die Into the Woods gekauft. Auch Goose Creek hat jetzt derzeit, das ist Goose Creek EU. Ich glaube, die haben auch immer noch Sale. Also wenn sie es noch haben, werde ich euch das mal verlinken. Ja, und der ist, ihr werdet noch ein paar mehr Döschen von Goose Creek sehen. Von meiner Bestellung mag ich den hier am wenigsten. Ich dachte, nachdem... Ach, sorry, mir schläft das Bein ein. Ich dachte nach der Duftbeschreibung, das ist halt ein sehr hölzerner Duft. Sehr hölzern, laubig, dass das voll mein Ding ist. Hier ist aber irgendeine Note drin und ich kann die nicht ganz zuordnen. Ich kann es euch nicht sagen, was das für eine Note ist. Aber auf jeden Fall ist da so irgendwas bissig-stichiges drin und das turnt mich so ein bisschen ab. Ja, ich kann euch leider nicht sagen, was das für ein Stoff ist, der da drin ist. Also es ist ein hölzerner Duft, aber irgendwas stört mich. Dann habe ich mir, die zeige ich euch einfach mal zusammen, zwei Lippenstifte von meiner Nadeshda gekauft. Und zwar diese beiden. Soweit ich weiß, waren das die beiden Lippenstifte, die zur Sendo-Palette gehörten. Und zwar ist das einmal die Farbe Andrea. Und einmal die Farbe Maria. Die sind sich sehr, sehr ähnlich vom Ding her. Es sind beides nudefarbene Lippenstifte. Wir haben einmal die Maria. Maria ist so ein bisschen peachiger. Ich liebe die Formulierung von Natasha. Das ist ein sehr schöner, matter, natürlicher Lippenstift. Wenn ihr den auftragt, also der ist sehr ähnlich dem von NARS, dem Audacious Lipstick, den ich wahnsinnig liebe. Und der hat, wenn ihr den auftragt, so eine leicht mehlig-pudrige Konsistenz. Tatsächlich ganz interessant. Und dieses hier ist die Farbe Andrea. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr tatsächlich einen Unterschied seht in diesem Licht. Der geht so ein bisschen mehr in die Richtung Velvet Teddy von MAC. Also der hat so ein bisschen leicht kameligeren Unterton. Von den beiden mag ich tatsächlich den Maria ein Ticken lieber. Es sind beides aber Lippenstifte, wo ich 100% Lip Liner brauche. Also die sind so nude, dass die bei mir auch wirklich einen Rahmen bekommen müssen, damit meine Lippe nicht rahmenlos aussieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber sie sind beide wunderschön und ich liebe sie. Kommen wir zum nächsten Goose Creek Glas. Und zwar habe ich mir einen meiner absoluten Favoritendüfte aus diesem Jahr bestellt. Das ist der Apple Cheesecake Cupcake. Oh, und dieser Duft, Leute. Ich finde es so mega passend, dass sie ihn giftgrün gemacht haben, denn ihr habt hier einfach einen giftgrünen, frischen Apfel mit Vanille, Kuchen, Cheesecake Duft. Oh,
Himmel, Arsch und fucking Zwirn. Ich kann da auch nichts anderes sagen. Dieser Duft, und das ist eine Bombe. Ich habe ja keine Kerzen als Kerzen an. Ich habe alles unterm Candle Warmer und diese Kerze ist einfach, das ist meine Kerze 2020 von Goose Creek. Also die bläst euch echt vom Schlitten. Es ist unfassbar. Dann habe ich mir noch einen, ich mache mal weiter mit Goose Creek, und zwar habe ich mir noch den Snowman Cookie gekauft. Ich liebe vanillige Foodie-Düfte und das ist seit langem mal wieder ein einfach vanilliger Keksduft. Und das ist so richtig schön, es ist eine Foodie-Vanille, aber eine sanfte Foodie-Vanille, und hier ist auch ein großer, großer Anteil Kokosnuss für mich drin. Oh, der ist gar köstlich, auch der für einen Vanilleduft ziemlich präsent, wenn ihr ihn anmacht. Ich finde, Vanilledüfte sind oftmals ein bisschen leichter von der Performance her. Also die sind zwar wahrnehmbar, aber oftmals eher subtil. Und der ist auch richtig, richtig intensiv. Also das ist auch was für Leute, die es knallen mögen. Dann habe ich mir noch zwei Drogerie-Lidschattenpaletten gekauft. Ich fange mal an mit der Disney Princess Palette von Essence. Und zwar der Snow White Palette. Ach ja, auch da seht ihr, ich habe es noch nicht benutzt, das Palettchen. Ich versuche das jetzt mal so zu zeigen, dass ihr das ein bisschen sehen könnt. Und ich denke, ich werde die vielleicht benutzen für meinen Silvester-Look. Irgendwie schreit dieses Blau hier für mich Silvester. Ich weiß auch nicht warum. Und ich habe ja schon von diesen Paletten hier die Aurora-Palette. Und ich kann euch sagen, die Qualität ist wirklich überragend gut für die Drogerie. Ich finde, man muss ja einfach auch sehen, dass es eine Drogeriepalette ist. Es gibt garantiert Leute, die sagen, boah, der eine oder andere Ton könnte vielleicht ein bisschen mehr pigmentiert sein. Aber ganz ehrlich, ich finde, für 9,99 € die sind pigmentiert. Ich finde auch, dass es einige Töne gibt. Ohne dass ich die jetzt ausprobiert habe, könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel dieser Ton hier wahrscheinlich ein bisschen Starthilfe benötigt, aber ich konnte so einen schönen Look mit meiner Aurora-Palette schaffen, und wie gesagt, man darf da nicht vergessen, es ist keine Natasha Denona-Palette, für die irgendwie 112 € aufgerufen wird oder 70, sondern ihr zahlt hier für einen Zehner. Ihr habt eine super gute Farbauswahl, ihr habt wunderbare verschiedene Finishes und ihr habt generell eine mega Performance. Also gerade Essence steht bei mir schon fast on par mit größeren Marken, muss ich euch ganz, ganz ehrlich sagen. Dann mache ich mal weiter mit der zweiten Palette, und zwar ist es die Disney Villains Palette. Die liebe Ursula aus der Catrice-Reihe habe ich mir nochmal zugelegt. Und zwar ist das diese Palette hier, das ist die mit diesen schönen lila Tönen hier. Auch da bin ich wahnsinnig, wahnsinnig gespannt. Auch da könnte ich mir übrigens einen Silvester-Look vorstellen, gerade mit den lila Tönen und mit dem Glitzer hier. Ja, habe ich auch noch nicht benutzt, wie ihr seht, die wartet noch auf ihren großen Auftritt. Ja, aber ich habe von denen ja die Maleficent schon, die auch sehr schön in der Qualität ist. Bei der Catrice, das ist für mich eher eine Qualität, die aufgebaut werden muss, aber auch das stört mich nicht, weil das erlaubt halt Fehler. Ne? Also man muss halt auch sehen, woran mangelt es und was habe ich dafür vielleicht für einen Vorteil. Also bei den Catrice-Paletten ist es definitiv so, dass euch ein Fehler passieren kann und es ist nicht gleich der komplette Look im Dutt, finde ich auch nicht schlecht. Also man muss es halt alles immer von mehreren Seiten beleuchten. Dann habe ich mir ein neues Puder gekauft, und zwar das Infallible Puder, die Puder Foundation. Und zwar habe ich mir nochmal eine andere Farbe gekauft, denn ich hatte mich leider in der Farbe vertan. Ich habe mir jetzt die Farbe 225 Beige geholt, die trage ich auch heute auf dem Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das soweit erkennen könnt. Mega! Leute, alle von euch, die gerne das MAC Studio Fix Powder verwenden, das habe ich auch jahrelang total gerne verwendet. Ich habe es auch immer noch, aber ich wechsle halt ganz, ganz häufig. Das hier ist eure Drogerievariante für um die 10 Euro. Tut mir bloß bitte einen Gefallen und kauft es nicht in der Drogerie, sondern kauft es über Amazon, weil da zahlt ihr nämlich 8 € paar Zerknüllte. Ja,
Während ich bei Rossmann im Sale 12 Euro bezahlt habe. Also da war ich fast schockiert, als ich das gesehen habe bei Amazon. Also ich habe mir die jetzt hier bei Amazon bestellt und kann euch das nur ans Herz legen. Ja, großartig, schichtbare Deckkraft, natürliches Finish, wie ihr seht, kein totmattes Finish und ja, mega schön. Und dann kommen wir zum letzten Glas von Goose Creek für diesen Haul und ein Duft, der mich sehr, sehr überrascht hat und mit dem Apple Cheesecake Cupcake mein Favorit aus dieser Bestellung ist. Und zwar ist es der Cozy With You. Ich liebe ja Kuschel, Kaschmir und so weiter, Flanell, Woll, Düfte, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Aber die sind halt ganz oft sehr, sehr subtil, sehr, sehr leicht. Haben Duftkomponenten wie Sandelholz, Kaschmir, Vanille, die halt eher leicht sind, eher parfümiger sind. Und ja, ich nehme die ganz oft gar nicht so richtig wahr. Und dieses hier ist wirklich mal eine relativ intensive Variante. Und es ist ein herrlich vanilliger, kuscheliger Wolldeckenduft. Hier ist definitiv am ausgeprägtesten für mich die Vanille und es ist eine richtig schöne, dunkle, parfümige Vanille. Der ist einfach traumhaft, der ist wirklich toll. Ich hatte den auch jetzt gestern beim zweiten Weihnachtstag sozusagen mit der Familie meines Freundes im Hintergrund laufen. Und fand, dass das eine super Begleitung ist für einen kuscheligen Weihnachtsabend, wenn man eben nicht die Jingle, the Mingle, Tanne, Holy Berry Düfte mehr haben möchte, sondern eher was kuschelig-gemütliches. Mega schön. Also während der 24.12. bei uns der Jingle Mingle Duft war, war gestern bei uns Kuschel und das war auch super. Also die, wenn ihr kuschelige, vanillige Düfte mögt, sanft, einhüllend, guckt euch Cozy With You an, der ist wirklich, wirklich schön. Dann habe ich mir noch einen Blush gekauft. Ich weiß auch gar nicht, ob ich euch den schon mal gezeigt habe. Und zwar ist es von Physicians Formula der Butter Blush in Copacabana. Tatsächlich, ich glaube, ich habe den in einem Video schon benutzt, aber ich glaube, ich habe den noch nicht gezeigt. Wenn ja, seht es mir bitte nach. Das ist ein wunderschöner, schimmriger, und zwar schimmert der so leicht Rose Gold. Rosenholzton. Sehr, sehr, sehr schön. Gute Qualität, hält super auf der Wange. Kann ich euch absolut empfehlen. Und dann habe ich jetzt noch zwei richtige Geschenke an mich, Freunde. Und zwar habe ich mir gekauft, ich habe leider die Hülle nicht mehr, von der Charlotte, der guten Charlotte, die flotte Charlotte, den Pillow Talk. Ich weiß gar nicht, ob es den Matte Revolution Lipstick in Pillow Talk noch günstig gibt, aber es gab den für 22 Euro bei Sephora. Und da habe ich gedacht, Bürtchen, du schläfst so wenig, gönn dir und bestellte mir die flotte Charlotte. Und des Weiteren bestellte ich mir von meiner lieben Nadeshda die Triochrom Palette. Denn die gab es jetzt gerade für, ich glaube, ich habe jetzt noch 67 Euro bezahlt. Was ein Arsch voll Geld ist, Freunde. Versteht mich nicht falsch. Arsch voll Geld. Aber dieses Teilchen kostet unter normalen Umständen 112 Euro. Und es ist eine Limited Edition. Es ist nicht so, dass ich so ein Limited Edition Jäger bin. Und ich bin auch kein großer Sammler, was das angeht. Aber ich mag die Natasha Paletten in der Regel sehr gerne. Und ich habe tatsächlich noch keine große Palette von ihr. Und am Anfang, als ich diese Palette gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das ist nicht meins, dafür gebe ich das Geld nicht aus, schon gar keine 112 Euro. So. Und dann gab es die im Sale für 84 Euro, glaube ich. Dann hatte ich noch einen 20% Gutschein. Und dann lag ich irgendwie bei 67 Euro. Und dachte, okay, Bürtchen, also besser wird es nicht. Ne? Also ich hatte dann irgendwie 46% Rabatt. Und habe gedacht, ja, okay, dafür kannst du es verknüstern. Und das ist sie. Ich habe sie an Weihnachten getragen. Ich habe sie an Weihnachten original geliefert bekommen. Und habe sie an Weihnachten auch getragen. Und die Farben sind für mich so besonders. Also es ist für mich tatsächlich eher eine Pastellpalette. Ich finde es irgendwie schade, dass sie sie Triochrom-Palette genannt hat. Weil ich irgendwann rausbekommen habe, die Farben sind auch keine
Triochromfarben, also dass sie irgendwie in drei verschiedene Richtungen schimmern würden, sondern Triochrom, weil drei von den Duochromtönen drin sind. Und ich muss sagen, wenn ich einer Palette schon so einen Namen gebe, ne? Liebe Nadeshda, dann müssen da auch ein paar mehr von diesen Vögeln drin sein. Oder? Also, findet ihr das auch? Oder findet das nur ich? Aber nichtsdestotrotz, auch die matten Töne, was 12 Stück sind, sind trotzdem wunderschön. Also versteht mich nicht falsch. Aber ich finde halt, der Name Triochrom-Palette, da muss ich auch ein bisschen Chrom-Finishes liefern. Also das war so das Einzige, wo ich dachte, meh, das ist irgendwie so ein bisschen doof. Aber die Palette als solches, Leute, das Augen-Make-up hat gehalten von hier bis nach Meppen und darüber hinaus. Wunderschönes Palettchen und ich freue mich wahnsinnig und vor allem über so einen Schnapper. So, meine Lieben, das war's, mein Haul. Kleiner bis mittelgroßer Haul, würde ich jetzt mal sagen. Schreibt mir super gerne mal, was ihr euch in den letzten Wochen so gegönnt habt. Gerade so um den Black Friday rum, glaube ich, haben viele von uns zugeschlagen, was auch völlig gerechtfertigt ist. Also jeder sollte von diesem Sale einfach Gebrauch machen, um sich mal was zu gönnen, finde ich. Schreibt mir das super gerne in die Kommentare, wie gesagt, schreibt mir auch super gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht zu Weihnachten bekommen habt, was ihr euch selber geschenkt habt zu Weihnachten. Und ja, dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!